sich richtig gut an. Wenn man den Pokal in den Händen hat, ist einfach ein geiles Gefühl. Ja, unglaublich. Also, wir wussten, dass Magdeburg hier richtig, richtig harter Gegner wird. Wir haben zweimal in der Liga gegen sie verloren, sogar zu Hause. Und deswegen hatten wir richtig Respekt hier heute, aber ich denke, wir haben auch verdient gewonnen. Ich fand, das war eigentlich ein sehr gutes Niveau. In der ersten Halbzeit machen wir vorne ein, zwei technische Fehler. Dazu hält Gregen ganz gut. Ich glaube, das hält Magdeburg im Spiel, weil sie dadurch ihre Konter fahren konnten. Und in der zweiten Halbzeit spielen wir eine überragende Abwehr mit einem überragenden Landin dahinter. Und so konnten wir uns dann auch entscheidend absetzen und das Spiel gewinnen. Ja, schon. Unglaublich, das letzte Pokal-Endspiel auch zu gewinnen. Sechste Mal dabei, immer gewonnen. Also ist schon großartig. Und vor allem mit dem Ustrang, wie stolz auf die, wie die Mannschaft gespielt hat. Ja, klar. Also nach so langer Zeit hier in Kiel und nach all diesen Erfolgen und aber auch gerade im Hinsicht darauf, dass wir in den letzten zwei, drei Jahren weniger gewonnen haben, ist das ganz besonders schön, glaube ich, auch für ihn heute. Was passiert heute bei euch noch? Ja, Regeneration, viel Flüssigkeitsaufnahme und eine Menge Spaß, denke ich.